Oh, schauen wir uns doch direkt das Terminal mal an. I don't understand it at all. Ja, das wollte ich ja auch gar nicht. The display is incomprehensible. Gut, dann gehen wir erstmal der Anita. Hieß die Anita? Gehen wir der mal eben hinterher. Wohin auch immer. Hey. Huch! Ich hab fast was befürchtet. My mistake. Thought it was the John. It's the storeroom. For robots only. Ah, okay. Lamb doesn't trust humans to go in there. Der sieht ja mal... Even though there's nothing worth pinching. Ich wusste gar nicht, dass der Führer hier arbeitet. Der sieht aber wirklich so aus. Ich meine, braune Schrift, brauner Mantel, kurzer Bart. Interviewen wir ihn doch mal. Das ist er, definitiv. Any intruders to report? No, sir. Hey, just a minute. Who are you? Safety inspector. Not again. If there's been a breach of regulations, see Lamb about it. He's responsible for safety. Yes, of course. Don't you get bored working here? Well, not me. I like my job. What's so good about it? This clipboard, for starters. Yes. Look at the finish on that plastic. Lovely piece of lamination. Isn't it just? I can tell you're proud of it. Oh, yes. They don't make clipboards like this anymore. Das stimmt. Glaube ich ihm jedenfalls. How do I get off this level? Well, I hear there's been a crash. So access to High Green is cut off. You'll have to use the elevator. Toll, der ist aber kaputt. What can you tell me about the council? I used to think they did a great job. But since they promoted Lamb, I've had my doubts. Do you know a guy called Overman? I don't think so. He certainly doesn't work here. Okay, dann mal zurück ans Werk. I want you to check out the storeroom. What's the catch? There's no catch. There could be something useful in there. Don't count on it. So, Joey juckelt da jetzt mal rein und guckt. Ach so, ja, ich könnte durchs Fenster gucken, ne? Was er da so treibt. Der gute Joey. Guck, er guckt schon ganz erwartungsvoll. Nein, geh doch nicht direkt wieder raus. Find anything useful in the stores? No, but there's a fuse box on the wall. Connected to the alarm system. Ja. Can you disconnect it? Schalten natürlich. Sorry, no can do. Warum nicht? Go and disable the fuse box in the stores. No chance, not in this shelf. Anyway, what if a grown-up saw me? Go and disable... No chance. Anyway, what if a grown-up... Ja, ist ja gut. Moment, guck da nochmal durch. Da soll er angeblich nicht drankommen, das glaube ich nicht. Moment. Ach so, man kann nichts anklicken, dann geht man automatisch wieder raus. Gut. Gucken wir uns die Radzähne mal an. It's part of the mechanism driving the conveyor. Okay, was passiert, wenn man da jetzt einfach mal was reinwirft? Sowas Metallstückmäßiges. The metal bar is too thick to push in there. Okay, wie wär's denn dann mit dem Schraubenschlüssel? That's really put a wrench in the works. Oh no! Production stopped! You wouldn't know anything about it, would you? Was? Me? I'm no technician. Me neither. Lamb will go crazy. Can't you do anything to help me? Was zahlst du denn? I could get my robot pal to look at it.
No thanks. In my experience, robots spell trouble. Verdammt. Oh well. I'll pretend I didn't notice it. Genau, das Förderband bewegt sich gar nicht und oh, was eine Beschreibung. Der Schraubenschlüssel steckt zwischen den Radzellen fest. Wie schön. Gehen wir doch einfach jetzt mal weiter. Hey. Ja, was denn? You'll need a rad suit if you're going in there. Hey, what do you mean? Hey. This one is totally rad. I mean protective clothing. Hm, gut, die habe ich nicht. Excuse me. Aren't you gonna mend the conveyor? That's not my job. My job is to record figures. Ach so. But everything stopped. My clipboard still works. But what about the pipes? What pipes? What pipes? The ones on the conveyor belt. That's a special order. And I can't talk about it. Ach so. Top secret, huh? That's right. Schön. Die Synchro war jetzt sehr schön. Never mind. Beides ist direkt so verschwörerisch. Top secret, huh? Ja, ja, ja. Achso, ja, gehen wir da lang. Rechts kommen wir ohne Schutzanzug nicht hin. Hier, der steht doch jetzt still. Dann können wir den doch eigentlich mal aufbrechen. Ich meine natürlich manipulieren. It's a robot welder. Oh. Joey would love that shell. Ja, dann nehmen wir den doch. There's no access to his inside. Wieso nicht? Shit, ich hab den Schraubenschlüssel kaputt gemacht. Verdammt. Do you want a new shell, Joey? Do you mean that welder? That's right. You like it? I'll say. It's a Mutz Nuts. Mutz Nuts? Wieso kann der Kleine das jetzt machen? Ach, jetzt auf einmal geht das? The shell is bolted to the chassis. Aufbrechen, aufbrechen. Verdammt, muss ich den Schraubenschlüssel doch wiederholen. Never mind. Also ich kann den Schraubenschlüssel, denke ich mal, da rausziehen. Entschuldigung. Mal gucken, ob wir den da wieder rausziehen können. Ja, scheint so. I'll keep this wrench. It's really useful. Ist es denn jetzt kaputt? Ach, es bleibt kaputt. Ja, das ist natürlich toll. Habe ich den Schraubenschlüssel? Ja, schön. Ich dachte, das blöde Ding springt jetzt direkt wieder an, wenn ich den Schraubenschlüssel daraus ziehe. Aber scheinbar habe ich es geschrottet. Doch schön. Dann können wir den doch jetzt bestimmt aufschrauben, oder? I've loosened the robot shell. Do you want a new shell, Joey? I hope this isn't a wind-up. Na komm, Digga. Juckel rüber. Kriegst einen Schweißer. Obwohl ich diese Staubsaugereinheit echt knuffig fand. Ach, so geht das. Excellent. Okay. Na? I almost feel guilty for stealing its body. How do you like the new shell? It's sleek. Can't wait to use the welder. You be careful with that thing. If I want you to use it, I'll tell you. Exterminate! Exterminate! And cut that out! Schön. Ach, ich mag den Kleinen. Exterminate! Exterminate! So, jetzt komm mal rüber, Dicker. Ich dachte, du wärst jetzt wenigstens mal ein bisschen schneller. Ach, immer muss man auf den Roboter warten. Da ist er ja. Go and disable the fuse box in the stores. I could melt through it with my welder. Wouldn't that be dangerous? Very, but I'm feeling reckless. And welding is fun. Ja, dann. Take care, Joey.
looks through to another. Ja, ja. So, wir beobachten die Szene jetzt. Da ist er. Joey, Joey. Yay! Er lebt noch. Achso. Never mind. Kein Report oder so. Na komm, wieder rein. Yay! So, da sind wir auch schon. Oh, ein Schlüssel. Du sollst einen Schlüssel nehmen. Ja, wie? Bist du doof? Okay. It's a heavy metal flap. Komm. So geht das. Schlüssel. Grapsch. Genau, schön im Mantel verschwinden lassen. WD-40. Ist das WD-40? Ist das nicht ein Schmiermittel, was es heute gibt? Die universale Reinigungs- und Schmierflüssigkeit. Was? Die gibt's doch in echt, oder? Ist das nicht auch WD-40 oder so ähnlich zumindest? Hier liegt Wachs, habe ich gerade gesehen. Was ist das wieder für ein Wachs? Was Wachs da? Substanz ist weich und formbar. Der Schlüssel hat den Aufdruck Bollwerk. Ach du Schande. Okay, aber sonst ist hier nichts, oder? Ich kann ja auch nicht runter oder so. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Bollwerk, aha. Oh. Huch. Komm mir doch nicht so nah. Don't move! I have to search you! Nein. What for? I'm not a criminal. It's the supervisor's orders. If anything's missing, I get the blame. Ja, hast du Pech. Hey, that tickles. Open up that Nein. coat. Why are you carrying that crowbar? Das ist nicht deins. It's got sentimental value. Sentimental. My mother gave it to ja, me. Ja, genau. Is that a wrench? Ja. I carry it for luck. You're a walking toolbox. Ja, klar. Blimey. Smart shades. You can have them if you like. Really? Oh, I could fix them with sticky tape. Is that a can of lubricant? Yes. One squirt is just the job. I'd never be without a can of lubricant. You are now. Was? Cause that can is mine. Hallo? What the hell is that? It's a sausage sandwich. Can I have it for my lunch? You're welcome. You nicked that key, didn't you? Hallo? Thank you for your cooperation. By the way, that sweater you're wearing. Vergiss es. Don't laugh at my sweater. Oh, I'm not. I think it's brilliant. Will you swap it for my clipboard? Was? Not in a million years. Jetzt müssen wir den irgendwie umnocken. Der hat unsere Sachen. Excuse me. Knock ihn um. Hau ihn um. Der hat unsere Sachen. Hallo? Ach so. Never mind. Joey, hau ihn um. Never mind. Na gut, ich sehe auch schon, die Zeit ist um. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude an diesem Part und schaut euch auch die nächsten Folgen an, wenn wir den Urenkel, den Ur-Ur-Urenkel des Führers umhauen, unsere Sachen zurückholen und irgendwie versuchen, auf den Grund zu kommen, den Dingen auf den Grund zu kommen und dieser Stadt auf den Grund zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die nächsten Parts anschaut und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!